Für Leute, die mich persönlich kennen, die wissen, dass mein Lieblingskomponist, besonders für Orgelmusik, ist natürlich Maurice Durufle. Und ich glaube, viele Organisten unter uns lieben die Musik von Maurice Durufle. Französischer Komponist, Professor in Paris für verschiedene Sachen in seinem Leben, natürlich Harmonie und Kontrapunkt. Ein wunderbarer Komponist. Er hat leider nicht viel komponiert in seinem Leben und nicht, weil er wirklich nicht viel komponiert hat, einfach weil er Perfektionist war. Ich weiß, dass bei ihm zu Hause, leider lebt seine Frau auch nicht mehr, aber auch nach seinem Tod, seine Frau hat alle seine Noten aufbewahrt, auch die unveröffentlichten. Und in Gesprächen mit Madame Durufle ist es tatsächlich daraus gekommen, dass er so ein Perfektionist war, die meisten seiner Werke sind gar nicht veröffentlicht worden. Aber ich habe es irgendwie geschafft, an diesem Manuskript zu kommen. Das ist natürlich mittlerweile nur eine Kopie. Aber das ist seine Handschrift. Das ist ein Stück, was er eigentlich für Klavier komponiert hat. Aber es passt perfekt an der Orgel. Und er hat es für seinen Harmonielehrer Jean Galland geschrieben. Er nennt es einfach Hommage à Jean Galland. Und es ist wirklich ein unglaublich schön einfaches Stück. Und es passt natürlich perfekt hier an dieser Orgel. Und wir nutzen diese Effekte, die die Orgel hat. Ich meine nicht die Percussion-Effekte, sondern die Schwebung-Effekte. Also wir haben unser Choral Bordun mit Schwebung, diese Flötenschwebung. Und das nutze ich am Anfang, um die Oboe, die Melodie im Oboe, zu begleiten. Und dann im Mittelteil, eigentlich könnte man so ein ganze, so 8 Fuß, alle 8-Fuß-Register zusammen koppeln, damit man einen schönen fetten Klang hat. Aber hier an dieser Orgel haben wir natürlich unsere Flötenschwebung und im Schwellwerk die Streicherschwebung. Und natürlich die zwei in Kombination ist einfach traumhaft. Mehr kann man dazu nicht sagen. Also, ich hoffe, ihr genießt jetzt das Hommage à Jean Galland von Maurice Durufle.